Ja, wenn euer Bügeleisen verkalkt ist, dann merkt ihr das spätestens daran, dass ihr so wie ich hier so eine weißen Kalkflecken auf der Wäsche bekommt oder eben, dass die Düsen verstopft sind und das Wasser gar nicht mehr rauskommt. Dann ist es an der Zeit, dass das Bügeleisen entkalkt werden muss. Ja, wie immer verzichte ich auch hier auf die chemische Keule. Ich habe hier 100 ml Wasser und gebe dazu nochmal 100 ml Essig. Nun gebe ich mein Wasser-Essig-Gemisch in meinen Bügeleisentank rein. Den habe ich natürlich vorher geleert. Nun schaltet ihr euer Bügeleisen auf die volle Stärke und gebt nun ein paar Dampfstöße von euch. So, dass das Wasser richtig, beziehungsweise das Wasser-Essig-Gemisch richtig in die Düsen kommt. Und dann lasst ihr das Ganze ausgeschaltet und für 15 Minuten einwirken. Nach der Einwirkzeit schaltet ihr das Gerät nun wieder ein und gebt so lange Dampfstöße von euch, bis das Gerät wieder völlig frei ist. Ja, und wenn das Bügeleisen wieder frei ist, könnt ihr es ausschalten. Dann kippt ihr das Wasser-Essig-Gemisch aus dem Tank raus, spült das Ganze noch gut ab und dann seid ihr auch schon fertig. Ja, ich hoffe, dieser kleine Haushalt-Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich auch kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr weitere solcher Videos. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Peverick.